Hallo und herzlich willkommen bei Zschok HD. Ja, ich bin's wieder mal, euer Philipp. Und ich begrüße euch recht herzlich zu diesem kleinen Infovideo und gleichzeitig Let's Show von Open Transport Tycoon. Ja, ich muss ein paar Sachen loswerden, oder habe ich mir gedacht, ich zeige einfach so eine kleine Welt, gut, so klein ist jetzt nicht mehr, die ich in Open TTD, also Open Transport Tycoon Deluxe, erspielt habe. Ja, und wir sehen hier eigentlich, das ist so eine kleine, also, gut, ich habe jetzt noch nicht vieles, ich meine, die Welt geht noch wirklich, die geht sehr weit, aber ich bin hier mal in der Mitte, habe ich mal ein bisschen angefangen. Zum Beispiel sehen wir hier, habe ich angefangen bei Schwarzach und Markt Weißenach. Die sind jetzt hier 93.000 Einwohner und hier 69.000. Also das ist schon so viel, dass man die Bahnhöfe hier nicht mehr mal sieht. Hier, der war mal ganz außen am Rand, nun ist er schon richtig sozusagen im Zentrum drin. Und ja, da oben, was sehen wir hier noch? Gut, ich kann weitermachen. Hier sehen wir noch einen kleinen Schlachthof und da werden einfach immer Güter eingebracht. Und um diese Städte herum habe ich einfach immer noch so eine Linie, die halt ganz außen rum fährt. Die geht hier von diesem Bahnhof, geht die hier durch. Und dann alles hier rundum. Naja, eigentlich wollte ich das auch nicht sagen, sondern ich dachte einfach, ich zeige das einfach mal ein bisschen. Da könnt ihr euch selber das anschauen. Wenn ihr was habt, dann könnt ihr noch Fragen stellen. Und ehrlich gesagt ist der Sound gerade ein bisschen laut, um sich leise zu stellen. Also das genügt. So. Und ja. Also genau, wieso ich euch dieses Video präsentieren wollte, ist, ich habe es ja angekündigt im neuen Intro, dass eine neue Ära kommen wird. Ich habe jetzt mein Setup ein bisschen umgestellt, ich habe es ein bisschen praktischer gemacht, für mich auch selbst. Und ich bin jetzt wieder voll bereit, wieder Videos machen zu können und dies hoffentlich etwas häufiger, als dass es bis vor kurzer Zeit noch passiert ist. Ebenfalls wollte ich nur sagen, dass ich dann die nächsten zwei Wochen werden wahrscheinlich keine Videos kommen, da ich nicht zu Hause bin. Ich bin im Urlaub. Und ja, das wollte ich einfach mal noch anbringen, dass ihr das auch noch wisst, dass ihr da euch keine Sorgen machen müsst, dass da keine Videos kommen. Ich versuche vielleicht noch was vorzuproduzieren, wenn es geht. Aber ja, mal schauen, ob ich noch, wie viel Zeit es noch habe. Ich muss dann auch noch alle meine Sachen packen und ja. Ja, was wir noch haben, ihr habt das neue Intro gesehen. Es wäre cool, wenn ihr euch da mal, wenn ihr euch mir ein Feedback lassen könnt, ob ich das neue Design, das ich jetzt habe, ob ich das lassen soll oder ob wir wieder zum alten zurückkehren sollen. Ich denke einfach ein bisschen so das neue 2D-Design kann nicht schaden. Also ich finde, es sieht cool aus. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, also da könnt ihr mir gerne auch halt, Kommentare da lassen, wie ihr das so findet. Und ja, hier sehen wir übrigens noch so eine Umladestation. Da kommen ab und zu kommen hier Flugzeuge, zum Beispiel hier ist eines, das fliegt jetzt aber gerade weg. Mit bestimmten Gütern und die werden dann hier hingebracht und dann hier auf die Schiene verladen. Weil die kommen dann von ganz hier nach unten und bis ich mit dem Zug da wäre, wird es ein bisschen lange dauern. Deshalb habe ich mich entschieden, dass wir da auch hier so eine Umladestation machen und hier den schnelleren Luftweg wählen. Naja, das mal ganz so nebenbei. Und auch nach hier unten habe ich den Luftweg gewählt, nach hier, zu dieser Ölraffinerie, dass ich da direkt mit dem Flugzeug hinfliegen kann. Ja, hier sehen wir auch noch einfach vereinzelte Dörfer, die ich da... Hier fahren jetzt zwar noch keine Personenzüge, aber ich habe das einfach mal so hingestellt. Dann halt, hier habe ich halt viel auf Fracht, ich habe den Fokus auf die Fracht gelegt und man sieht ja auch, dass gut hier auf diesem Schienennetz ist, denke ich, nicht viel los, das muss ich zugeben, aber wenn man da mal zum Beispiel hier hingeht,
Na gut, hier geht es eigentlich auch noch, gerade momentan. Wenn man, die Städte sind schon alle ziemlich groß. Ich meine, die waren alle mal so 500 bis 1000 Einwohner. Jetzt haben diese 35.000, 18.000. Und das ging sehr schnell. Und ja, man muss da vorbereitet sein. Und hier habe ich auch noch so eine kleine Linie, die da durch die Dörfer durchgeht. Die geht hier durch, ich kann es machen. Hier die Transparenzeinstellung sieht man, dass wir hier auch zum Beispiel hier so eine kleine S-Bahn-Linie haben, die hier durchführt. Und immer wieder mal da an allen diesen Städten einmal hält und wieder weiterfährt. Und natürlich überall noch Bussysteme. Ja, was haben wir noch? Dann habe ich hier einen kleinen Fischverlad. Also da werde ich alle Fische hier aus den umliegenden Sandbanken werde ich die Fische holen und dahin bringen und dann hier auf den Zug verladen und mit dem Zug dann in die Fabrik. Ja, das war ja auch eine spezielle Kreuzung, weil die da sich irgendwie immer das nicht geschafft haben, da gut vorbeizufahren, musste ich hier sozusagen eine Abkürzung machen, aber dann musste ich hier einmal runter, Tunnel, wieder hier rüber und ja, das war noch interessant. Ja, und dann geht hier die Strecke, das ist so eine der Hauptverbindungen und hier sehen wir auch gleich, hier ist ein Güterzug und hier sind zum Beispiel zwei schnellere Züge hinten an. Und ja, das ist sozusagen die Hauptverkehrsachse, die geht wieder bis hier oben. Und auch hier nach oben, nach Vöstlkirch. Also falls es jemand wundert, das sind der österreichische Stadtnamen. Ja. Und da habe ich einfach alles ein bisschen angeschlossen. Und ja. Also wenn man hier mal das ein bisschen länger beobachtet, sieht man, dass da schon eigentlich einige Züge durchkommen, wenn ich hier mal ein bisschen schneller mache. Na gut, jetzt ja. Ja, egal. Ist jetzt nicht so besonders viel, aber das kann man sich ja noch ausbauen. Dann hier die Überfahrt, ja. Also gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen informieren, was läuft. Und ich überlege mir auch noch, ja, ob ich ein neues Mikro kaufen soll. Stimmt, das wollte ich noch anbringen. Das weiß ich aber noch nicht, weil das ich jetzt habe, ist nicht so wirklich ein tolles Mikrofon. Da würde ich schon lieber eher ein Yeti bevorzugen, aber die sind eben ein bisschen teuer. Und ich muss mir das noch gut überlegen, ob ich dafür so viel Geld ausgeben muss. Oder will, besser gesagt. Und ja, das war's dann soweit. Und wahrscheinlich wird dann nach meinem Urlaub noch ein Video kommen über mein Setup, das ich jetzt gerade verwende. Und ja, darauf können wir uns doch freuen. Dann bedanke ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.